Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dico Pflanzenforschers Kanal und wie es weitergeht. Heute gibt es ein Aktualisierungsvideo mal draußen auf dem Balkon. Hier gibt es einige Pflanzen, die man mal zeigen müsste. So, als erstes zeige ich euch die Zucchinis. Die haben hier schon Blütenansätze und die müssen jetzt dringend verpflanzt werden, sind ungefähr 8 Wochen. Draußen, also hier draußen auf dem Balkon, und denen geht es momentan nicht so gut, weil die immer so viel Wasser ziehen, weil die schon alles verwurzelt haben und ich jedes Mal raufgießen muss. Deswegen, die werden heute an meine Nachbarin verschenkt oder an den Gärtnern nebenan, die auch da gärtnern, weil die werden riesengroß, die Dinger auf dem Garten. Bei mir sind die schon das Doppelte, das Fünffache so groß ungefähr. Also das war's zu den Zucchini. Zucchini brauchen sehr viel Wasser, um gedeihen zu können. Und viel, viel Platz, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also Wassergabe würde ich raten ungefähr bei zweimal pro Tag ungefähr zu gießen, also zu wässern, weil die Pflanze größtenteils aus Wasser besteht und auch sehr viel Wasser verdunstet über ihre großen Blätter, 2 Meter großen Blätter. Das werde ich euch aber im nächsten Gartenvideo zeigen, wie das aussieht, um euch einen genauen Überblick zu verschaffen. Ja. Ja, also die Pflanze, wenn man sie nicht umtopfen würde, wie man hier erkennen kann, sind Blattläuse. Da, das zeigt an, dass die Pflanze leidet. Sie kann sich nicht mehr richtig weiterentwickeln. Ja. Das ist ein ganz großes Anzeichen, dass ihr das niemals machen solltet, wie ich, so viele Zucchinis anzupflanzen und nicht zu vereinzelt in den Garten, dass sie genug Platz haben. Weil so werden sie anfällig gegen Blattläuse und alles Mögliche. Gut, das war das Thema über die Zucchini hier. Erstmal draußen. Es gibt dazu noch ein spezielles Video, wie ich erkläre, dass man sozusagen Blattläuse auch mit Milch in den Monaten von April, Mai, Juni sozusagen bekämpfen kann. Dass die Ameisen keine Chance haben mehr, die da nach oben zu tragen, weil die Ameisen auch verkluckt mit diesem Milchsubstrat. Und das Video verlinke ich oben. So, als nächstes zeige ich mal alle Tomaten, die ich mal vorangezogen hatte, die letzten. Die letzten Wochen ungefähr, die sind 8 Wochen alt und die werden jetzt alle demnächst verpflanzt und an Gärtner verschenkt, weil ich viel zu viele Tomaten habe momentan. Und hier kann ich euch kurz mal das präsentieren, was ich damit meine ungefähr. Hier könnt ihr sehen, wie stark die sich verwurzelt haben im unteren Bereich. Die saugen da das meiste Wasser ein. Ja, und die können da nicht länger drin bleiben. Die brauchen Platz, damit sie auch Blüten und Früchte ausbilden können, wie im Garten bei mir momentan. Die sind da ungefähr jetzt 80 oder 1 Meter hoch, die Tomaten. Ja, und ich habe sehr, sehr viele Kandidaten hier. Ja. Einige. Und die werden alle verschenkt. Ich habe viel zu viele ausgesät. Das muss ich jedes Jahr zugeben, dass das jedes Mal viel zu viele sind. So, dann noch diese hier. Die hier, die sind ein bisschen hellgrün, ein Anzeichen, dass zu wenig Wasser gegeben wurde, weil eigentlich genug Nährstoffe in diesem Humussubstrat drin sind. So, als nächstes kommen wir jetzt zu meinen absoluten Lieblingen momentan. Das sind auch wieder Tomaten, Gartenfreunde. Aber wir drehen erstmal kurz zu diesen Tomaten. Das sind auch dieselben und davon habe ich gestern welche rausgenommen. Wie man hier sehen kann, also das sind noch die restlichen Wurzelreste von den anderen von gestern. Und die kriegen jetzt auch einen speziellen Topf nachher. Also wie man Tomaten in Töpfe pflanzt, dazu kann ich euch auch noch ein Video auf der rechten Seite verlinken. Deshalb, da habe ich auch ein Video mal drüber gemacht, das kann ich euch auch mal zeigen da, wie ich das gemacht habe, ungefähr mit diesen Jungpflanzen in diesem Stadium. So, ja, über Tomatenpflege ist ganz einfach zu wissen. Wenn man Tomaten sozusagen schädlingsfrei halten will draußen, sollte man Urgesteinsmehl in die Erde mischen, da Urgesteinsmehl sozusagen Kieselsäure enthält und diese Kieselsäure macht die Pflanzen nicht anfällig gegen Blattläuse, sondern härtet sozusagen das Gewebe der Pflanzen so, dass die nicht mehr reinstechen können und so können die gesund, kräftig nach oben wachsen. Nur das nochmal als Thema dazwischendurch. Und hier hat Mutti auch spaßeshalber eine Wassermelone gepflanzt und die ist tatsächlich gekommen, wie man hier sehen kann. Ich habe leider keinen Platz dieses Jahr für Wassermelonen, aber ich werde euch versprechen, ich werde irgendwann auch mal ein Video über Wassermelonen machen. Aber das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr funktionieren, weil wir schon im Juni sind. Und ja, das geht so nicht.
Und hier ist noch so ein Kandidat, noch mal eine Wassermelone, die gekommen ist auf der Seite. Dann sind hier sozusagen, die Physalis ist tatsächlich gekommen. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich ein Video darüber mal gemacht hatte. Hier sind tatsächlich Physalis sozusagen Kerne am Keim gewesen. Und hier kommt eine dicke Physalis, ist ungefähr 4 Wochen jetzt alt und schon so groß. Hat ungefähr so große Blätter jetzt mittlerweile. Also so als kleine Jungpflanze, recht toll. Da hätte ich mir doch keine kaufen müssen, sozusagen vom Baumarkt vor 4 Wochen. Aber ist nicht so schlimm, jetzt wo sie alle kommen, kann ich sie später alle verpflanzen und ins Gewächshaus dann später zur Überwinterung schicken. Aber dazu gibt es noch ein spezielles Video dafür, wenn ich ein Gewächshaus später habe, wenn wir groß genug sind, unsere ganze Mannschaft sozusagen, die mit mir guckt. Und ja, das war es erstmal dazu. Das wird jetzt alles später alles verpflanzt. So, als nächstes kommen wir zu einem Exoten aus Afrika, den ich später auch noch verschenken werde, weil ich keinen Platz habe. Das ist eine Rangelpflanze. Die wird relativ groß, kann viele Meter lang werden und benötigt sehr viele Nährstoffe. Das ist die afrikanische Kalibase. Ja, die wird später verpflanzt und schenke ich dann jemanden, der sie dann großziehen kann. Die hat weiße Blüten und macht richtig große, schöne, dekorative Flaschenkürbisse irgendwann, die man auch bemalen kann. Das macht man in Afrika. Als nächstes kommen wir zur Passionsblume, die wir schon viele Jahre begleiten. Die hat sehr, sehr viele Blüten. Ansätze jetzt die letzten Wochen gemacht, jetzt in 2 Wochen, also es kommen ja einige jetzt. Also die Pflanze hat genug Kraft und Blüten mehr zu produzieren. Und die sind jedes Mal ein Traum, kann ich euch sagen, wenn die blühen. Ja. Die haben so einen Duft jedes Mal, wenn sie aufgehen. Das ist einfach nur klasse. Die Pflege ist auch einfach, man muss einfach ab und zu mal mit Kaffeesatz düngen, wenn ihr das wollt. Das geht natürlich auch. Ja, das ist echt klasse. Also die begleitet uns schon 3 Jahre mittlerweile. So, als nächstes kommen wir zur großen Banane. Die habe ich jetzt heute umgepflanzt. Darauf hätte ich auch ein Video machen können, aber das habe ich leider verpeilt, dooferweise. Aber die wird jetzt riesengroß und die bekommt dann erstmal einen Platz dann kurz woanders, weil ich ja in eine Woche nach Mallorca fliege und extra nochmal einen Vlog für euch zu drehen. Das wird aber noch eine Weile dauern. Bis dahin, eine Woche ungefähr, habe ich noch Drehzeit hier in Deutschland. Und diese Bananenpflege ist zu beachten, die muss immer feucht stehen, aber niemals zu nass, sonst faulen die Wurzeln weg und werden dunkelbraun. Ja, und ich habe hier auch ein Gemisch angewendet aus Humuserde und Urgesteinsmehl zur Straffung der gegen Blattläuse hebt, ja, wie ich ja mal vorhin erklärt hatte. Und wenn ihr bitte noch so nett wärt, könntet ihr noch ein paar Videovorschläge sozusagen in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes noch filmen kann, ob ihr noch mehr von den Garten sehen wollt. Das müsste ich nur gerne wissen, weil es mich interessiert, sozusagen, was ihr darüber denkt. Und ja, ich möchte euch auch mit einbeziehen, dieses Mal. Genau, also zur weiteren Pflege, Banane alle 4 Wochen mit Dünger versorgen, wenn man das nicht hat, mit dem Urgesteinsmehl und Humuserde. Aber sonst kann man das mit einem 2 Wöchchen oder 4 Wöchchen Dünger machen, immer wieder bei der Banane. So, kommen wir jetzt zu den Tomaten, die ich ausgepflanzt hatte aus diesen Töpfen, die ich gezeigt hatte vor dem Anfang des Videos. Die sind jetzt mittlerweile so und die werden alle noch viel größer, die verschenke ich alle noch. Ist auch noch ein bisschen zur Dekoration, dass die Pflanzen so klasse aussehen auch noch, weil das ist echt klasse jedes Mal. Ja. So Mai, Juni ist das die schönste Zeit jedes Mal. Also Tomaten umpflanzen ist das Einfachste, was es gibt momentan. So, kommen wir jetzt zu meinem absoluten Lieblingskandidaten, den ich heute früh auch umgetopft habe. Das ist die sogenannte Pepino, Melonenbirne. Ist ein Exot aus den Anden und wächst auch bei uns bei warmem Klima sehr gut. Und verträgt keine Trockenheit, man sollte ihr ab und zu mal feuchte Beine geben. Ja. Also ab und zu mal auch machen und sie braucht auch einen schönen Humus, ein schönes Humussubstrat und da habe ich auch mit Urgesteinsmehl wieder gemacht, also alles zur Straffung gegen Blattläuse und seitdem ist die Pflanze frei davon. So,
Genau, und die Pflanze, die wird ungefähr 1 Meter hoch, ungefähr. Und die macht leckere Früchte, die aussehen wie Birnen und Melonen. Ungefähr von der Größe von 10, 20 Zentimetern, wenn sie wirklich genug Wurzelraum hat, um die Pflanze zu versorgen. Wie ich sehe, hier oben bekommt sie nur einen leichten Sonnenbrand hier oben. Aber das regeneriert sich dann irgendwann wieder. Ja. Die Pflanze ist es nicht gewohnt, jetzt Wochen draußen in der Sonne zu stehen. So, zu guter Letzt des heutigen Tages werde ich mal ein Update über den Tabak machen. Der Tabak hat sich tatsächlich schön eingewurzelt und hat tatsächlich jetzt die ersten Blätter in der Entwicklungsstufe gemacht. Und der kommt erstmal dann später auch erstmal kurz weg, weil ich keinen habe, der sich um die Pflanze kümmert. Kommt der erstmal in die Pflege von meinen Nachbarn. Und es wird ein sehr schöner, das ist ja der Bauerntabak, das ist ein ganz schöner. Der hat schöne gelbe Blüten später. Der andere, der kommt auch, der hat nur ein bisschen länger gebraucht, weil seine Blätter da noch nicht so weit waren, aber er kommt. Also ja, genau, das ist nun mal das Update dafür. Also es ist super angewachsen, die Wurzeln sind super gesund. Das zeigt es mir und genau. Wie ich ja sozusagen in der Mitte des Videos gesagt hatte, könnt ihr Videovorschläge machen in die Kommentare. Also was soll ich für im Garten? Innen? Oder Garten ist ja draußen, innen oder outdoor, so sagt man es auf Englisch. Genau. Ich wäre sehr, sehr erfreut, wirklich, dass, wenn ihr das mal sagen könntet hier. Weil es ist echt spannend, wenn wir so alles zusammen was erleben oder erreichen können hier ja, in diesem Kanal, weil ich habe hier extra was Schönes aufgebaut, was ich euch unbedingt immer zeigen möchte und nett wäre es, wenn ihr euch alle auch gleichzeitig immer sozusagen auch freundliche Kommentare schreibt, wenn ihr mal Anregungen braucht oder so bei anderen YouTubern, wäre echt nett. Ja. Und ja, wenn ihr ein Abo sozusagen machen wollt, könnt ihr das gerne tun unter Nico Pflanzenforscher. Ach, das ist, nee, das braucht ihr nicht machen, da das einfach auf den Symbol klicken da bei mir und ja, und für alle Neuansteiger ja, ein Like, ein Abo und eine Weiterempfehlung, das wäre super, eine Weiterempfehlung, damit wir alle weiterkommen und bis dahin, euer Nico Pflanzenforscher.